Hi, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Big Wave TV. Meine liebe Luna ist auch mit einem Schlag. Also, da ist sie, die sagt auch na hallo, die kleine süße Luna. Ja. So, meine lieben Freunde, als allererstes kommen wir heute mal direkt zu den letzten Kommentaren, denn im vorgestrigen Video kamen noch zwei Kommentare dazu von der lieben Steffi, und sie hat einmal geschrieben: Jedes Mal, wenn ich dein Mittag sehe, bekomme ich Hunger. Das ist doch gut so, das gefällt mir sehr gut. Wenn du Hunger bekommst, mache ich doch alles richtig. Da hat sie noch gefragt, wo hast du diese Reispellets gekauft? Also diese, die ich da schon zweimal gemacht habe. Ja, ich habe die gekauft in Selgros. Das ist ein Großmarkt, ähnlich wie die Metro. Nur, also ich habe auch mal geschaut. Die nennen sich, jetzt sage ich euch das gleich mal, vielleicht findet ihr da was. Die heißt, also die Firma heißt Avita. Und das sind Burger Patties im Mediterranen, so heißen die wirklich. Ich habe geschaut, im Internet, die Firma wird wohl nur Großpackung verkaufen, also wird es wahrscheinlich nur Großmarkt geben. Ja, also ist eigentlich für mir für Burgerläden wohl hergestellt, aber ich habe eben halt für 3 Euro und. Ich habe das Glück, dass ein Freund von mir die Karte hat, deswegen kann ich mit rein. Die ist leider so, wie es ist. Also die haben gekostet 4200 Stück, auch nur 3 Euro und ein bisschen was, oder waren die gar nicht. Gut, aber das sind 1200 Gramm, also 1,2 Kilogramm. Ja, ansonsten, ich mache heute mal einen neuen Test. Ich nehme heute mit dem Handy komplett auf. Vielleicht geht das besser aus bei der Kamera, weil die Kamera spinnt derzeit doch sehr rum. Mit Videoaufnahmen vor allen Dingen bricht ich einmal ab. Und vielleicht ist es sogar ein schöneres Bild. Ich werde es sehen. Es ist für mich dann auch mal neu zu sehen, was heute passiert. Ansonsten, für die Fotos ist es vielleicht noch gut geeignet. Aber wir werden es sehen. Ansonsten, meine lieben Freunde, zumindest habe ich da jetzt 4K auch auf dem Bild. Also, aber wir lassen uns überraschen, wie das Bild ist. Ansonsten, meine lieben Freunde, ja, haben wir heute was Schönes vor. Nämlich, das zeige ich euch am besten jetzt. Schaut einfach rein. Bis gleich. Oh, meine lieben Leute, was machen wir heute? Ja, ich gehe gleich erstmal zum HNO-Arzt und danach wollte ich zu McDonald's gehen, nicht erschrecken, ich werde vegan bleiben. Ich möchte nämlich gerne mal den veganen Burger probieren, und wie das ist, das erfahrt ihr dann später. Dann bis später. So, meine Lieben, kann man kurz halten. So, meine Lieben, ich bin jetzt beim Arzt aus, mache mich jetzt auf dem Weg dorthin zu McDonald's, und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, ja. Also, ich war dort. Jetzt bin ich hier. Das Objekt beginnt jetzt auch hier. Was ich schon mal Hammer finde, ist hier. Ich stehe wirklich drauf. Ich zoome da dran. Das sehe ich jetzt natürlich nicht, weil ich kein Display habe. Das ist der einzigste Nachteil zur Kamera. Aber ich glaube, der zoomt automatisch nur so dran. Also ich stehe drauf. Achtung, 0% Fleisch. Kann gut sein, muss man nicht gut finden, kann gut finden. Das ist der vegane Burger von McDonald's. Kostet 3,69 bei uns. Ich weiß nicht, jeder kann seinen Preis gestalten, wie er will. Sieht so aus. Das gute Stück, ich mache mal hier das Päppchen da runter, dass wir das mal besser sehen. Also so sieht er aus. Ich finde ihn gut gemacht, vor allem mit dem Lollobionta-Salat, oder nee, doch Lollobionta. Woanders ist ja meistens Eisbergsalat drin. Finde ich mega gut gemacht, gut gelungen. Ich packe ihn mal komplett aus, ich will ihn mal jetzt in die Hand. Also ihr seht, das ist schon, es fällt schon was runter. Es ist schon gut gemacht, also kann man nicht meckern. Das Patty sieht auch sehr, sehr gut aus. Ich nehme als erstes mal ein Stück von Patty ab. Das sieht dann so aus. Und es schmeckt. Schmeckt lecker. Es ist eine sehr gute Alternative. Ich beiß mal jetzt komplett rein. Ich kaufe auch dabei gut schon Kalorien. Kalorientechnik ist der
jetzt mal genauer ein. Also er schlägt mit 415 Kilokalorien diese Buche. Wenn man Käse zu macht, was ich ja nicht will, wären es 521. Also 415 ist ein normales Mittagessen. Also dafür kann man den schon mal in Kauf nehmen. 415 Kilokalorien, man isst ihn ja jetzt nicht jeden Tag. Wie gesagt, 369. Ich finde den mega lecker. Es ist richtig gelungen. Ich bin normalerweise noch nie so McDonalds-Freund gewesen. Ich habe immer vorher den McRib gegessen. Der hat auch nachgelassen. Würde ich mir auch nicht mehr kaufen, weil Fleisch will ich sowieso nicht mehr so haben. Und sonst war ich schon bei BK, weil das einfach besser ist. Aber das Produkt, was die jetzt entwickelt haben, McDonalds, damit haben die mal alles richtig gemacht. Das ist so lecker. Und damit haben die sogar mal was reingehauen, was noch gar kein anderer hat. Mit diesem Produkt haben die wirklich mal was Zukunftstechnisches gemacht. Und es schmeckt. Also das ist echt der Hammer. Hätte ich so jetzt nicht erwartet, dass es so gut schmeckt. Aber echt, also Bombe. Also für diesen Burger bekommt McDonalds von mir 10 von 10 Punkten. Das ist einfach so. Allein dieser Salat, es ist schon mal, bei meistens ist es einfach nur Eisbergsalat drauf. Wir haben mit diesem Salat drauf, wir haben rote Zwiebeln drauf, wir haben, ich mach mal ganz auf, wir haben irgendeine Soße noch mit drauf, Senf ist noch mit drauf, saure Gurken sind noch mit drauf, ich halte es mal so noch in die Kamera, dass ihr das seht. Es ist ein hochwertige Sache mit drauf, das Patty ist lecker. Also ich kann mich nicht beschweren, 3,69 € kostet er, finde er, also zumindest bei uns, die Preise variieren ja, weil jeder kann ja machen, wie er will. Wahrscheinlich ist es am Bahnhof teurer oder am Flughafen oder so, vermute ich mal. Und wenn man bestellt, sowieso teurer. Aber bestellen geht bei uns noch gar nicht, ist auch nicht so schlimm, ich gehe gerne mal in die Stadt. Also ich würde ihn wieder kaufen, gar keinen, auf alle Fälle, also würde ihn wiederholen. Und lohnt sich da reinzugehen, nur wegen dem Burger. Würde ich wieder machen, da habe ich wenigstens einen Burger, den ich da essen kann, essen darf und essen will. Einfach geil. Also ich bin total happy, dass es doch endlich mal in eine gute Richtung geht. Finde ich mega geil. Also dafür schon mal wirklich Daumen hoch. Ja, meine lieben Freunde, das war meine... Ihr seht, ich bin komplett begeistert. Ich weiß, also ich bin komplett hin und weg von dem Teil. Ich werde auch gleich ordentlich aufessen und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Da wieder eine schöne Überraschung, denn es kommt jeden Tag als Video. Was ich ja gestern gesagt habe, ich mache das jeden Tag, worauf ich Lust habe. Die anderen Themen bleiben nicht weg, das bleibt ein, zwei Mal die Woche, wie gesagt, ansonsten werde ich immer mal was anderes machen, das ist nicht so langweilig, wird für mich und für euch. Ihr wisst Bescheid, wie immer gilt, Daumen spreizig, Likes geizen, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, teilt es lieber mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat und schreibt mir mal in die Kommentare rein, wie ihr den Burger findet, wenn ihr schon gegessen habt oder schreibt mir in die Kommentare rein, ob ihr den kaufen würdet. Also einfach mal reinklimpern, also ich würde ihn wieder kaufen, wie gesagt. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Dann bis morgen. Auf Wiedersehen. Hi, Ten. Bis denn. Die liebe Luna sagt auch noch auf Wiedersehen. Die schläft aber schon wieder in ihr Körbchen, wie sie halt so ist. Dann vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Bis denn. Auf Wiedersehen.